Am Anfang war das Beben. Unsichtbar. 130 Kilometer von der Küste entfernt. Dann kommt die Welle. Ihre Kraft ist tödlich. 20.000 Menschen sterben. Der Tsunami überflutet Japan auf einer Fläche von 470 Quadratkilometern. Ganze Städte werden ausradiert. Das Atomkraftwerk von Fukushima gerät außer Kontrolle. Es ist der 11. März 2011. Vor ein paar Tagen in Itate. Maria Gress und ihr Team begleiten einen Mönch, der für eine Hilfsorganisation Menschen in der Sperrzone versorgt. Also wir sind jetzt nur noch 22 Kilometer vom AKW entfernt und kommen jetzt gleich an die Sperre, die die innere Sperrzone von der äußeren trennt. Nach dem Super-GAU im AKW mussten 100.000 Menschen ihre Heimat verlassen. Offiziell heißt es, sie könnten irgendwann zurück. Doch die Strahlenwerte sagen etwas anderes. Während in Deutschland 0,1 Mikrosievert in der Stunde als normal gelten, sind hier die gemessenen Werte wesentlich höher. Es ist Alarm. 3,9, 14,5. 12,8, 17,8, 10,3, das geht immer weiter hoch, 20,2. Meiner macht gar nichts. Meiner hat versagt, weil er nur bis 10,0 geht und die gehen ja viel höher. In der Stadt Rikuzen, Takata im Nordosten Japans hat Naoshi Sato die Katastrophe überlebt. Die Tsunamiwelle hat sein Haus unbewohnbar gemacht. Der alte Mann verbringt den ganzen Tag in seinem Geräteschuppen. Er könnte auch in einer Notunterkunft leben, aber er will nicht. Er will dort sein, wo er eine Verbindung zu seinem toten Sohn spürt. Das sind die Hände eines fast 80-jährigen Mannes und die sind immer warm. An der provisorischen Küche vorbei geht's in den Schlafraum von Herrn Sato. Winzig klein. Das Wichtigste ist der Altar für seinen Sohn Shuichi. Der 48-Jährige war sein ganzer Stolz. Er starb am 11. März. Als freiwilliger Feuerwehrmann hatte er alten Menschen bei der Flucht geholfen, als das Wasser ihn mitriss. Dort, wo er aufgewachsen und groß geworden ist, auf diesem Boden hier, möchte ich sein Andenken bewahren. Auch wenn die Notwendigkeit vielleicht nicht besteht, ich bin ein Sturkopf. Ich bin ein alter Mann und stur. Nur 200 Meter entfernt wohnt Satos Ehefrau. Sie ist in eine Notunterkunft gezogen. Nach 50 Jahren leben sie jetzt getrennt. Die 73-jährige Teruko Sato betet mehrmals am Tag in einem buddhistischen Ritual für ihren Sohn. Es ist in Japan üblich, verstorbenen Tee zu kochen und ihn morgens und abends am Altar zu servieren. Shuichi Sato arbeitete als LKW-Fahrer. Die Mutter identifizierte den Sohn in den Trümmern des vollkommen zerstörten Rikuzen Takata. Er hatte noch seine Frau in Sicherheit gebracht. Und wäre das alles nicht schon schrecklich genug, zerbrach auch noch die Beziehung zwischen den Eheleuten. Nach 50 Jahren will sie sich jetzt scheiden lassen. Mein Mann ist durch den Tsunami unglaublich gefühlskalt und stur geworden. Ich verstehe nicht, wie er so uneinsichtig werden konnte. Die Satos sind kein Einzelfall. Nach dem Tsunami erlebte Japan eine regelrechte Trennungswelle.